Ein 58-jähriger Mann befuhr am Nachmittag des 19. April in Zwickau mit seinem Renault Clio die Steinpleiser Straße stadtauswärts. In Höhe des Heinrich-Braun-Krankenhauses verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, schoss geradeaus und landete in einem Straßengraben. Dabei beschädigte er ein Zaunsfeld. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 8.000 Euro. Ursächlich für den Unfall war ein plötzlicher Zuckerschock beim 58-Jährigen verantwortlich. Zuvor hatte dieser bereits in der Nähe der Kreuzung Marienthaler Ecke Kopernikusstraße ein Verkehrszeichen umgefahren. Die Berufsfeuerwehr Zwickau kam zur technischen Hilfeleistung zum Einsatz.